Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich hier bin. Das liegt daran, dass bei mir, ich glaube nach 20 Minuten oder irgendwie so, der PC abgeschmiert ist und alles weg war und irgendwie ich meinen Speicherstand überspeichert hatte. Tut mir leid. Was haben wir gemacht? Wir haben geredet mit... hier unten können wir mal auf der Karte zeigen mit ihm hier im Hügelgrab. Der möchte hier eine Ausgrabung starten. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob wir die Quest hier mit der Aschenbrach-Zitadelle abgeschlossen haben. Wenn wir das in der letzten Folge noch gemacht haben, dann haben wir das abgeschlossen und als Belohnung dafür ein Haus bekommen. Dort, wo wir eingebrochen sind. Genau. Und mir ist das Spiel abgeschmiert, als ich hier dann runtergegangen bin. Da habe ich noch gesagt, oh, guck mal da, da liegen schon wieder Drachen rum. Und dann war auf einmal das Spiel weg. Ja. So ist es passiert. Ist blöd. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Und diesmal habe ich aus den Behelern gelernt, wie immer. Und habe einen Reservespeicherstand angelegt. Seelenpfeile. Dann holen wir uns hier die Seelendiebpfeile. Und dann haben wir auch endlich diese Mission abgeschlossen, Leute. Nee. Wir skillen Bogenschießen, Schrägstrich Schleichen. Eigentlich will ich nur streichen. Ja, ich möchte Streichen skillen. Schleichen. Möchte ich skillen, um dort mal wieder voranzukommen. So. Das sind schon Banditen, oder? Ja. Das war gar nicht. Das sind schon Banditen. Karkrumia Resonanzstätten. Okay. Whatever. Okay. Resonanzsteine. Whatever. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch mal ein paar. Da oben sind noch mal zwei. Da oben ist eine Tür. Lesen wir mal das Tagebuch. Bücher. Ich komme an dem Geheimnis dieser Ruine allmählich auf die Spur. In alten Texten der Dwemer habe ich Hinweise darauf gefunden, dass Kagrummes ein Ort der Prüfungen war. Eine Art Übungsplatz. Das ist eine neue Erkenntnis. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, warum sich das Tor nicht eindeutig bewegt. Die notwendige Prüfung wurde nicht abgelegt. Es könnte sogar sein, dass dieses Tor seit den Tagen der Dwemer nicht geöffnet worden ist. Welche Schätze mögen wohl hinter diesen Türen auf ihre Entdeckungen warten? Ein Muster, alles klar. Okay, das ist... Was sind die... Warte, nee. Auf jeden Fall nochmal zwei Resonanzdinge. Ach nee. Hier und hier. Okay. Bitte. Zack, zack. Moment.
Moment. Benutzt du bitte keine Feuerpfeile mehr? Oh, das ist... Ach so, Moment, das sind keine Zwergenballister, sondern einfach nur... Okay, ich verstehe. Ich mache euch schon kaputt. So, komm her. Okay, okay, okay. Haben die Zwergenballistas keine Zwergenbolzen? Nimm den wieder mit. Werden wir höchstwahrscheinlich gebrauchen. Wir haben, glaube ich, das erste Rätsel gelöst, würde ich behaupten. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Mussten aber vorher mal ganz kurz bei den Waffen. Die Elfenpfeile um. Eins, zwei, drei haben wir nicht. Ganz Solstheim, Resonanzsteine. Ah, wirklich. Die Eisenstiefel lassen wir mal da. Und die Zwergenbarren auch. Nun gut, wir haben... Wo ist denn hier die Tafel, um das einzufügen? Hä? Whatever. Nun gut, ich komme nicht zu meinen Seelensteinen. Oder Seelendiebpfeilen. Oder muss ich das auch wieder hier eingeben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich keine Resonanz-Dingsbums-Steinchen. Was im Umkehrschluss bedeutet, Pech. Wir kommen hier nicht weiter. Ja, Pech. Das wiederum bedeutet, wir müssen uns was anderes ausdenken, was wir machen. Na gut, machen wir das mal mit dem Weißhügelgrab. Na? Wie komme ich denn da am schnellsten hoch? Kann man vom Windstein rauskommen. Probieren wir es denn da? Mit Stahlriemen. Ja, ja. So. Reisen wir vom Windstein aus nach oben. Wenn es gar nicht mehr geht, rufen wir unser Klettermax-Pferd. Der kommt dann schon da hoch. Unser Pferdchen kommt ja überall hoch. Stimmt auch hier. Hm.
bist unsichtbar. Ja. Aber du bist immer noch schwach. Schwach bist du. So. Ist denn noch ganz am Anfang, was wir Probleme mit da hatten? Wirklich? Du bist rot markiert. So, speichern. Hier sieht es mir nicht wie eine Höhle aus. Immer weiter außen rum. Irgendwo finden wir schon einen Weg. Hm. Ach, jetzt da. Da ist noch. Oh, bevor du die guten. Oh, verschießt hier die Superpfeile. Ja, hat er nur noch zwei gehabt. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir haben einen Hinrichtungserlass. Ehrenhafte Hinrichtungserlass gründet. Die oben genannte Person wurde aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der verbotenen Assassinen-Gilde in Übereinstimmung mit den rechtmäßigen Interessen urteilt. Besitzer hört über der offiziellen Verhängung der Hinrichtung der oben genannten Person. Hm? Na gut. Dem habe ich nichts entgegenzuwirken. Ist mir aber egal. Können sie doch ruhig kommen. Bin froh, wenn die zu mir kommen. Die haben gute Pfeile dabei. Leere Weinflasche. So. Na komm her. Kleiner Troll. Oh, gib mir dein Fett. Du mir auch dein Fett. Jetzt nicht. Wir krabbeln hier weiter nach oben. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir da hingehen sollen. Wir gehen da jetzt aber mal kurz hin. Weil es mich interessiert. Herbär. Ach, wirklich. Honig brauche ich keins. Das sind Werbeere. Okay. Er ist hier aber nicht. Nun gut. Wir gehen weiter nach oben. Denn der Wind hier ist ziemlich laut. Dann gehen wir hier einfach wieder zurück. Und lassen die Werbeere Werbeere sein. Oder besser gesagt tot. Doch der Werbär ist mir ein liebster Werbär. Die werden sich verwandeln, sind sie extrem lästig. Will ich jetzt behaupten. Hm? Okay.
seltsame Steinmuster aufgestellt. Dann haben wir ein weiteres Grab. Ui. Zack. Zack. Bis. Zwei Schläge für den Eistroll ist halt schon... Ach, gut. Und ich sag's jetzt mal so, das wird nicht unsere stärkste Waffe sein. Ah, Albino-Spinnen. Irgendwann werden wir wohl übel die Gegner stärker machen müssen, da ansonsten alles One-Hit ist. Denn wir werden richtig starke Waffen noch irgendwann mal besitzen. Warum finde ich jetzt eigentlich überall nur tote Plünderer? Feuerholz. Auf jeden Fall haben die... probiert hier das vor Spinnen zu verteidigen. Wirklich nur vor Spinnen? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, denn... Spinnen, also erst recht diese Albino-Spinnen. Sind jetzt nicht bekannt, richtig stark zu sein. Nun gut, vielleicht lauert ja hier noch etwas anderes. Wer bin ich, um die Frage zu stellen, woran ein einfacher Bandit sterben kann? Lass es halt Albino-Spinnen sein. Und hier ziemlich schlecht erkennen kann, da sie fast unsichtbar sind hier. Duse, Blablabuse. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum man nur die Albino-Spinnen looten kann. Zeig mal! Da schieße ich echt drüber. What? Du schnelle Räuber. Und doch gleich noch ein. Schieß halt da echt drüber! Über diese komischen Nestdinger speichern. Okay, ich brauche noch ein zweites Dingens. Irgendwo. Wir hier mal nach unten.
Uns sind hier Banditen. Guckt euch diesen Pfeil an, wie gut ich den geschossen habe. Weil keine Elfenpfeile mehr. Bam. Ach, die sind auch. Oh. Ne, das ist ein Krug. Probieren wir es einfach mal daran vorbeizugehen und funktioniert tatsächlich. Okay. Viele Spinnen. Wir haben einfaches blödes Buch bewachen. Haben sich wieder welche verschanzt und sich die Drauger auch vor den Spinnen verschanzt. Bestimmt. Was stimmt doch mit euch nicht? Ich glaube, irgendwas stimmt mit diesen nicht. Gewicht wird. Ja. Okay. Neue Waffen, würde ich mal behaupten, für uns. Soeben Waffe. Na? Okay, unter was zählen die Dinger? Sonstiges? Wenn das keine Waffen sind? Hm, Schriftrollen. Das sind Schriftrollen, okay. Da gibt es ja sogar ein bisschen Sinn. Ja, benutzen wir doch mal so Spinnen. Kommt. Whatever, ihr schafft das schon. Blick da nicht mehr so durch. Notizspinnen-Experiment. Nehmen wir mal mit. Thank you.
Moment. Essen. Ein Essen ist das und das Sonstiges. Okay, was ist jetzt los? Okay. Hat sich das Spiel gerade aufgehangen? Der auf Flamme läuft. Das ist gut. Ich glaube, ich habe das Spiel gerade kaputt gemacht. Ich spiele bis zu dem Punkt wieder, Leute. Wir sehen uns.